Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hangouts. Bei uns hier steht heute alles im Zeichen des Deutschen Zukunftspreises. Das heißt, wir sprechen heute mit Jens König von der Robert Bosch GmbH. Er ist Sprecher eines der nominierten Teams für den Zukunftspreis 2013. Bevor wir beginnen, vielleicht noch ein paar allgemeine Sätze zum Zukunftspreis selber. Der Preis wurde von Roman Herzog 1997 ins Leben gerufen. Er heißt offiziell Deutscher Zukunftspreis, Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation. Er ist mit 250.000 Euro dotiert. Finanziert wird der Preis durch eine Reihe namhafter deutscher Unternehmen und auch Stiftungen. Und der Stifterverband, da schließt sich dann wieder der Kreis, führt die Geschäftsstelle des Preises. Das heißt, er übernimmt sämtliche Verwaltungsaufgaben rund um den Preis und er akquiriert die Mittel für den Preis. Und zwar jedes Jahr wieder aufs Neue. In diesem Jahr verleiht der Bundespräsident den Preis am 4. Dezember in Berlin. So, das soll der Vorrede genug sein. Herr König, Hand auf Herz, wie ist es Ihnen und Ihren Kollegen ergangen seit der Nominierung? Kommen Sie im Moment überhaupt noch zum Forschen oder sind Sie nur noch in Sachen Zukunftspreis unterwegs? Nee, die Forschung läuft weiter, muss auch weiterlaufen, aber ab und zu kommen natürlich schon Interviewanfragen und Presseanfragen, aber es hält sich noch an Grenzen. Man kann das eine oder andere noch forschen, so schlimm ist es nicht. Okay, das freut mich zu hören. Offiziell heißt Ihr Projekt ja Ultrakurzpulslaser in der Massenproduktion, Gedankenstrich, produzieren mit Lichtblitzen. Hört sich interessant an. Was hat man sich darunter vorzustellen? Ja, es hört sich vor allem kompliziert an. Ist auch ein komplexes Thema, ist ein spezielles Thema. Was haben wir gemacht? Wir haben eine neue Technik entwickelt, eine neue Fertigungstechnik, um damit Produkte in einem ganz weiten Bereich unterschiedlichsten Anwendungsfällen herzustellen. Und dafür setzen wir ganz spezielle Laser ein, die es vorher eben noch nicht gab in der industriellen Massenproduktion, nämlich sogenannte Ultra-Kurzpuls-Laser. Die arbeiten mit sehr, sehr kurzen Pulsen, also um ein Gefühl zu geben, wie kurz die sind, versuche ich es mal mit einem Beispiel, wenn Sie eine Taschenlampe anmachen und diese Taschenlampe eine Sekunde lang anschalten, dann läuft aus dieser Taschenlampe ein Lichtstrahl von der Erde bis zum Mond, relativ genau, in dieser einen Sekunde. Und die Energie verteilt sich natürlich, die in dem Licht steckt, auch zwischen Erde und Mond. Und wir schieben jetzt diese ganze Energie zusammen auf ein Stückchen von 1-2 mm Länge. So kurz sind unsere ultrakurzen Pulse. Und sie haben natürlich dann sehr, sehr konzentrierte Energie in diesen Pulsen drin. Und diese speziellen, ganz kurzen, aber sehr, sehr leistungsstarken Pulse, also die Energie ist sehr konzentriert, wirken auch ganz speziell mit jedem Werkstoff von Stahl, Diamant, Kunststoff, sodass das Material instantan verdampft. Es wird weggesprengt, explodiert förmlich weg und sie haben einen ganz sauberen Abtrag, einen sogenannten kalten Abtrag und das ist was Neues, das gab es bisher nicht und wir können damit präziser und genauer arbeiten als je zuvor. Wie hat man das vorher gemacht, als man diese Laser noch nicht hatte? Im Endeffekt musste man irgendwelche Lösungen finden, indem man zum Beispiel mechanisch vorbearbeitet mit kleinen Fräsern und meistens hat es dann aber Späne gegeben, die mussten sie nachbearbeiten, das heißt irgendwie dann entgraten, verrunden, alles sehr aufwendig und deswegen hat es sich für viele Produkte nicht gelohnt, diese dann erst herzustellen oder ich konnte die Materialien, die eben so speziell zu bearbeiten sind, nicht einsetzen. Okay. Also nehmen wir zum Beispiel Handy-Display-Gläser, die sind inzwischen aus einem ganz harten, kratzfesten Glas hergestellt. Das konnte früher nicht eingesetzt werden, weil ich es eben nicht schneiden konnte. Ich konnte es nicht bearbeiten. Ja. Ein anderes Beispiel aus der Medizin sind medizinische Implantate, sogenannte Sands. Die sind jetzt aus einem speziellen Kunststoff, der sich auflöst im Körper und gleichzeitig Medikamente freisetzt, sodass das Gewebe auch gut ausheilt.
die konnte ich vorher nicht bearbeiten, die waren nicht herstellbar. Erst durch dieses neue Werkzeug, durch diese neue Technik ist es jetzt möglich. Und genauso bei uns, bei der Firma Bosch jetzt, in der Benzindirekteinspritzung, dort kann ich jetzt die Löcher, die das Benzin in den Brennraum einspritzen, viel genauer, viel präziser und auch ganz speziell einbringen in dieses Bauteil, reinbohren, sodass ich jetzt den Kraftstoff viel, viel effizienter verbrennen kann und ja, 15-20% Kraftstoff einspare in solchen neuen Motoren. Okay. 15-20% ist ein Liter, wenn man sich das mal so vorstellt, bei einem kleinen Wagen, der halt vorher 5-6 Liter gebraucht hat. Also ein Liter auf 100 Kilometer. Das ist ja schon eine ganze Menge, denke ich mal. Also die Einsatzzwecke sind relativ breit, also Motorentechnik ja, bis hin zur Medizin. Was wir uns in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gefragt haben, wir sind ja alle Laien, was das angeht. Sie sprachen davon, dass diese Laser in der Tat ultrakurz sind. Also man spricht ja da, glaube ich, von Femtosekunden oder Pikosekunden. Jetzt mal eine ganz laienhafte Frage, woher weiß man eigentlich, wie lang ist denn so eine Femtosekunde? Ja, Sie werden ja sicherlich nicht irgendwie so eine Skala haben, wo Sie einstellen können, Pikosekunde oder so. Ne? So leicht ist es nicht ganz, aber die Laserbauer können das wirklich. Also man kann sowas wirklich auch einstellen. Ja. Im Endeffekt kann ich solche kurzen Lichtpulse nur noch mit sich selbst vermessen. Also es gibt kein elektrisches Messinstrument, was solche kurzen Lichtpulse messen kann, sondern ich muss das Licht mit sich selber messen. Und dann wiederum habe ich längere Zeitskalen, dann bin ich irgendwo im Bereich von Nanosekunden, Millisekunden, dort funktionieren dann elektrische Geräte wieder. Aber im Endeffekt muss ich das Licht mit sich selber messen, weil elektrische Geräte arbeiten nicht so schnell wie dieses Licht. Okay. Nochmal so ein bisschen was für die Vorstellungskraft. Wie groß hat man sich so einen Laser vorzustellen? Also gibt es da einen Aufbau drumherum? Muss man da eine große Fabrikhalle für haben oder ist das eher eine kleinere, kompaktere Bauart? Die haben schon ihre Größe. Ich glaube, man kann so ein Bild vielleicht mal einblenden. Da sieht man so ein Gerät jetzt von der Firma Trumpf. Das hat ein Ausmaß von, jetzt müsste ich genau nachschauen, aber 1,40 Meter vielleicht auf 80 Zentimeter etwa in dieser Größe, ist ungefähr 30 Zentimeter hoch. Das ist der Laserkopf. Daneben brauche ich noch ein Versorgungsgerät, was die Kühlung zum Beispiel und die Luftreinigung zur Verfügung stellt. Das ist vielleicht nochmal so 1,50 Meter groß. Also es hat schon größer, so eine richtige Fertigungsanlage, wie wir sie dann für unsere Produktion einsetzen. Kann man vielleicht auch einblenden. Ich habe da auch ein Bildchen geschickt. Die hat 8 Meter Länge ungefähr, ist übermanns hoch, also ungefähr 2,50 Meter hoch. Ganz oben ist dann der Laser oben aufgebaut und über Spiegel wird er dann an die jeweiligen Stellen geführt, wo die Werkstücke dann bearbeitet werden, zum Beispiel jetzt solche Teile aus der Benzindirekteinspritzung. Sie hatten ja davon gesprochen, dass es verschiedene Einsatzmöglichkeiten gibt, also für Motoren, für Smartphones, für Stents in der Medizin. Wo können noch zukünftige Einsatzgebiete liegen? Im Endeffekt ist das Feld noch viel breiter, als es schon genannt. Wir haben mit diesem Laser ja die Möglichkeit, sehr flexibel nahezu jede beliebige Geometrie irgendwo hinzulasern. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an das Thema 3D-Drucken gehen, das ist ja gerade sehr in der Presse vertreten, also ich kann beliebige Formen mit einem 3D-Drucker aufbauen, so ist es ja der umgekehrte Ansatz im Mikrometerbereich. Ich kann wirklich auf Mikrometerebene beliebige dreidimensionale Geometrien mit diesem Laser herstellen. In so einem Forschungsprojekt stecken ja wahrscheinlich ganz viele Jahre Forschungsarbeit. Ja. Wann haben Sie begonnen? Wie lange hat es gedauert, bis man sozusagen auf dem heutigen Stand der Forschung war? Also das hat schon eine ganze Zeit gedauert. Der Stefan Olte, also jetzt Professor Stefan Olte, hat 1995 angefangen, als einer der ersten in Deutschland diese neue Technik überhaupt immer aufzubauen und dann auch für
erste Versuche, Grundlagenversuche zu nutzen. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon mit seinem Institut in einem gemeinsamen Projekt und haben das beobachtet. Und 1999 hat dann die Firma Bosch entschieden und wir haben dann auch die Firma Trumpf dazugeholt, diese Technik wirklich für die industrielle Materialbearbeitung weiterzuentwickeln. Damals, muss man dazu sagen, waren die Prozesszeiten viel zu lange. Also ich sage mal, um so eine Bohrung herzustellen, wo wir heute jetzt 1-2 Sekunden brauchen, das hat damals 12 Minuten gedauert. Also okay. Würden sie nie in der Produktion einsetzen können, wäre viel zu teuer. Hier ging es darum, Produktivität zu schaffen. Einmal über die Laser selber, die weiterentwickelt werden mussten. Die Leistung wurde da um Faktor 20 bis 50 erhöht. Und natürlich auch die Wirtschaftlichkeit musste natürlich massiv gesteigert werden. Okay. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das so ein linearer Entwicklungsprozess? Also weiß man eigentlich, oder kann man eigentlich sich stetig weiter verbessern? Oder gibt es da so Tipping Points, die man erstmal erreichen muss, um sozusagen wieder auf eine nächste Stufe zu kommen? Also wie hat man sich das als Laie vorzustellen? Nee, es ist wirklich so, man hat häufiger mal Klippen. Diese Klippen muss man erst nehmen, entweder umschiffen oder drüber gehen. Manchmal weiß man das am Anfang selber nicht genau. Und dann sieht man wieder ein bisschen mehr Land, um dann irgendwo die nächste Klippe erstmal wieder dann auf die nächste Klippe zu stoßen. Und erst wirklich ganz am Schluss hat man dann hoffentlich das Glück, dass man dann wirklich am Strand kommt und zum Ziel kommt, das auch wirklich dann umsetzen zu können in der Fertigung. Ja. Gab es auch mal die Gefahr des Scheiterns? Definitiv. Also wir hatten, wie gesagt, 1999 hier bei Bosch und mit Trumpf zusammen gestartet. Wir hatten dann das erste Laserfunktionsmuster, was in die richtige Richtung ging, 2002, hier bei uns in unseren Forschungslaboren, hier in der Nähe, wo ich jetzt sitze. Und es war zu dem Zeitpunkt wirklich offen, schaffen wir die Produktivität wirklich zu erreichen. Wir haben dann nochmal einige Jahre gebraucht. Wir hatten nochmal ein Förderprojekt vom Bundesministerium für Forschung und Bildung hier in Deutschland, die uns in dieser frühen Phase unterstützt haben, diese Technik für Deutschland fit zu machen. Da war nicht nur Bosch dabei, nicht nur Trumpf, da waren auch andere Firmen mit dabei, die dann spezielle Optiken entwickelt haben oder in anderen Anwendungsfeldern unterwegs waren, zum Beispiel bei Druckwalzen, zur Herstellung von Druckwalzen. Also das gab es schon, Zeiten, da war völlig offen, ob wir da Erfolg haben werden. Okay. In dem Projekt arbeiten ja jetzt Unternehmensforscher und Hochschulforscher zusammen. Also neben Bosch ist halt Trumpf Laser GmbH dabei. Das ist, glaube ich, der Kollege Nolte, ne? Von Trumpf ist der Dirk Sutter dabei. Ach, entschuldige. Der dort verantwortlich ist für die Laserentwicklung. Okay, und dann ist eben auch noch der Sutter von Universität Jena und Fraunhofer dabei. Der Stefan Nolte ist von der Uni Jena und vom Fraunhofer in Jena. Genau. Also, wir drei sind nominiert. Es ist wirklich, weil wir eben von Anfang an, wie gesagt, der Stefan war sehr früh an dem Thema dran. Ja. Und wir sind dann seitens Trumpf, seitens Bosch 1999 dann zu dem Thema dazugekommen. Und seitdem arbeiten wir wirklich gemeinsam an diesem Thema. Es ist auch notwendig, gemeinsam zu arbeiten. Jeder hat seinen speziellen Fokus sicherlich. Trumpf hat ganz klar die Laserstrahlquelle entwickelt und dann auch in den Markt eingeführt. Es war zu dem Zeitpunkt auch eine, denke ich, nicht ganz leichte Entscheidung für Trumpf, diese Investition zu tätigen, so ein neues Produkt an den Markt zu bringen, wo vielleicht offen ist, wie verkauft sich das am Markt. Für uns genau die gleiche Entscheidung, so eine neue Technik einzusetzen, ist immer mit Risiken verbunden. Man kann nicht alle Eventualitäten abschätzen. Da gehört dann auch Mut dazu, diesen Schritt zu gehen. Sie haben jetzt gesagt, Sie arbeiten schon ziemlich lange zusammen an diesem Projekt. Ist es nicht sehr schwierig, drei Partner zusammenzubringen? Wie koordiniert man so eine Zusammenarbeit? Wir waren eigentlich ja noch viel mehr Partner.
Ja, okay. Zum Teil, die sind dann dazugekommen, wieder gegangen. Es da gehören dann auch Zulieferer dazu, die zum Beispiel allein nur Spiegel entwickeln. Nur Spiegel, um dieses spezielle, hochkonzentrierte Licht um die Ecke zu leiten. Das war auch eine eigene Entwicklung. Oder Strahlführungs- oder spezielle Optiken, die das Licht an den richtigen Fleck quasi bringen auf dem Bauteil. Da gehört dazu, ja, das, ja, wie soll ich sagen, es ist nicht ganz einfach immer zu handeln, aber im Endeffekt waren wir in diesem Kernteam, würde ich sagen, sehr zuversichtlich, dass wir das in den Markt einführen können und hatten alle ein gemeinsames Interesse daran, dass wir das wirklich auch umsetzen wollen. Es gibt sicherlich in so einer Projektarbeit über so viele Jahre Diskussionspunkte, aber ich muss sagen, es hat sehr gut geklappt und ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, wo es jetzt wirklich über das Technische hinaus Probleme gab. Okay, ja, das ist ja schön zu hören. Ich würde ganz gerne nochmal zu den Lasern selber zurückkommen, also zur eigentlichen Erfindung sozusagen. Wie würden Sie einschätzen, wie ist eigentlich so die Bedeutung für die Industrie allgemein? Also was hat man sozusagen von dieser Entwicklung zukünftig zu erwarten? Also es geht ja nicht nur um die Laser selber, die sind ein Kernelement, aber genauso wichtig ist natürlich die Nutzung dieser Laser. Das ist ein ganz weiteres wichtiges Punkt, das umzusetzen in der Produktionsumgebung. Das war neben der Laserentwicklung ein ganz weiterer wichtiger Punkt, der auch sehr viele Hürden mit sich bringt. Die Bedeutung für die Zukunft schätze ich als sehr groß ein. Es gibt seit vielen Jahren Trends hin zur Miniaturisierung. Es gibt einen weiteren Trend, der zum Einsatz neuer Werkstoffe. Die Werkstoffentwicklung geht Richtung hochfester Werkstoffe oder sehr sensibler Werkstoffe. Und beide Trends, die es schon seit sehr vielen Jahren gibt, münden ja darin, dass ich möglichst kleine Produkte herstellen möchte mit sehr, sehr viel Funktion drin. Und dafür brauche ich ein Werkzeug in allen Anwendungsfällen. Und da ist dieses Werkzeug eben super gut geeignet, weil es eben sehr, sehr präzise ist, weil es sehr flexibel ist. Ich kann nahezu individuell jedes Produkt herstellen. Und das ist, deswegen sehe ich, ist es eine absolute Zukunftstechnik. Auch wenn wir sie jetzt schon einsetzen. Wir haben sie ja schon bei uns vielfach in Produktion, in einigen Serienproduktionen. Wir setzen diese Strahlquellen auch inzwischen in einem breiteren Umfang ein. Wir haben auch schon Arbeitsplätze damit geschaffen. Also in Bamberg, in unserem Werk, wo diese Laser hauptsächlich genutzt werden, sind sicherlich direkt 250 Arbeitsplätze davon abhängig, wenn man noch Zulieferer dazu zählt und äußere oder Partner, die da mitentwickeln, dann sind es mindestens 1.000, wenn nicht 1.500, die an diesem Thema arbeiten. Wie hat man sich das eigentlich vorzustellen? Wie kommt es eigentlich zu so einer Nominierung? Also Sie sind vom BDI vorgeschlagen worden. Mhm. Wie läuft das? Geht man zum BDI und sagt, guck mal hier, tolles Projekt, schlag das mal vor? So in der Richtung, ja. Ich sag mal, das Thema ist in Fachkreisen schon länger oder wird in Fachkreisen ja schon länger diskutiert. Und wir haben eben jetzt über Serieneinführungen, die sehr erfolgreich sind, wo wir zum Beispiel jetzt, wie gesagt, im Benzin-Direkteinspritzerbereich wirklich in Deutschland eine neue Technik entwickelt haben. Sowas spricht sich herum. Und dann geht man natürlich schon aktiv auf solche Institutionen zu und macht den Vorschlag, ob das nicht ein Thema wäre für den Deutschen Zukunftspreis. Okay. Wenn Sie den Preis jetzt gewinnen sollten, wie wird sich das auf Ihr Projekt auswirken? Kann man das jetzt schon sagen? Wird es einen richtigen Schub geben oder ist allein schon die Nominierung auch schon ein großer Erfolg? Wie würden Sie das einschätzen? Also ich denke, die Nominierung ist auf jeden Fall schon mal ein toller Erfolg und auch eine tolle Auszeichnung für uns alle. Für uns alle meine ich jetzt, ich bin jetzt nicht der Einzige bei Bosch, der diese Technik entwickelt hat, sondern es sind ganz viele Entwickler im Produktbereich, in der Fertigung und natürlich hier auch in der Forschung. In Summe hätte ich gesagt,
200 Leute, die beim Bosch dieses Thema mitentwickelt haben über die letzten Jahre. Bei der Firma Trumpf genauso, dort sind sicherlich auch 100 bis 200 Leute an diesem Thema dran und haben diese Strahlquelle so weit entwickelt und jetzt zur leistungsstärksten Strahlquelle der Welt im Endeffekt entwickelt. Und für uns alle ist es eine tolle Auszeichnung, gar keine Frage. Ja. Für die Zukunft ist es, denke ich, schon so, dass so eine Auszeichnung die Technik einfach erstmal bekannter macht, sowohl in Deutschland gesamt, als auch natürlich bei uns auch in der Firma. Und der ein oder andere Entwickler vielleicht doch auch jetzt durch diese Nominierung ein stärkeres Vertrauen in so eine neue Technik hat. Und den Mut hat zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal was Neues aus, ich setze diese Technik ein, um damit eine Verbesserung in meinem Produkt oder vielleicht sogar ein neues Produkt zu entwickeln. Mhm. Ganz konkret kann ich zum Beispiel sagen, wir machen hier immer so eine Entwicklertagung, wo wir neue Techniken vorstellen, unseren Entwicklern im Haus. Und dort hat sich jetzt die Anmeldungszahlen seit der Nominierung verdoppelt. Also ich gehe davon aus, dass das interne Interesse ist da schon auch deutlich gewachsen. Mhm. Ist Deutschland eigentlich führend in diesem Technikbereich? Kann man das so sagen? Oder gibt es da internationale Konkurrenz? Es gibt sicherlich internationale Konkurrenz, klar. Wir sind globalisiert und weltweit arbeiten Experten an dem Thema. Aber momentan bin ich eigentlich überzeugt, dass Deutschland in diesem Feld industrielle Umsetzung der Ultrakurzpulslaser führend ist. Sowohl was Maschinenbau angeht, also nicht nur die Strahlquelle selber, da ist die Firma Trumpf sicherlich als Weltmarktführer vorne dabei. Auch Maschinenbauer, die solche Anlagen integrieren und dann zum Beispiel nach Südostasien liefern zur Fertigung von Handys. Genauso wie er auch selber in der eigenen Produktion in Deutschland, wie jetzt bei uns hier in Schwieberdingen oder in unserem Werk in Bamberg, wo solche Systeme eingesetzt werden und auch bei vielen Zulieferern, die dann einzelne Komponenten oder Systeme zuliefern. Sicherlich auch in der Forschung. Wir sind seit, wie gesagt, jetzt 18 Jahren an diesem Thema dran und sicherlich nicht nur Stefan alleine, der an diesem Feld gearbeitet hat, sondern sehr viele Institute in Deutschland, in Aachen, in Stuttgart, in Jena, haben sich auf diese Technik inzwischen konzentriert und sind da eigentlich weltweit führend, was die anwendungsnahe Forschung angeht. Zum Schluss eine etwas despektierliche Frage, müssen Sie auch nicht beantworten, wenn Sie nicht mögen. Was machen Sie mit dem Preisgeld? Auf alle Fälle mal ein großes Fest, ganz klar. Ich hatte ja gesagt, es sind einige Leute daran beteiligt, also da wird es sicherlich ein Fest geben. Und danach haben wir, ich denke, dann bleibt noch was übrig, so ist ja nicht, der ist ja durchaus gut hat einen gewissen Umfang. Ja, ist ganz gut dotiert, ja. Ist ganz gut dotiert, genau, nennen wir es mal so. Also so viel werden wir, denke ich, selbst in einem rauschenden Fest nicht ausgeben können oder wollen. Naja, wir haben noch eine Idee, da rede ich aber jetzt noch nicht. Okay, über ungelegte Eier soll man auch noch nicht reden. Ja, ich möchte das, genau, bevor man es erlegt hat, soll man es noch nicht zerteilen. Genau, so okay. Also wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Glück. Wir drücken die Daumen, den anderen Teams natürlich genauso. Wir müssen ja neutral bleiben. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch. Und alles Weitere sehen wir dann am 4. Dezember. Ich bin gespannt. Okay. Mach's danke. Gut. Tschüss. Okay. Das war der erste DZP-Hangout mit Jens König von der Robert Bosch GmbH. Im nächsten Hangout sprechen wir mit Wolfgang Schnick vom Projekt Energiesparende Festkörperchemie. Neue Materialien beleuchten die Welt. Das hört sich schon fast poetisch an. Wir freuen uns drauf, dass Sie dann wieder zuschauen. Tschüss.